Hallo meine Süßen und ich bin wieder hier am Stall bei Charlie und ich habe hier ein Päckchen und zwar ist das vom Pferdefutterhaus Siegelhorst aus Österreich. Das ist ein Futterhersteller und die haben mich bei Instagram gesehen und haben mir netterweise dieses wunderschöne Päckchen zukommen lassen und ich bin ganz gespannt und möchte das mit euch zusammen jetzt mal öffnen und auch mal gucken, was da Schönes für den Charlie alles drin ist. Also viel Spaß! Ja, guck mal Charlie, ich habe dein Paket aufgemacht und was mir schon mal richtig gut gefällt, wir haben eine wunderschöne Tüte bekommen. Da ist ein schönes rotes Herz drauf. Da guckt der Charlie auch gleich schon, ne? So richtig was für Mädels von Siegelhorst. Und dann bin ich mal ganz gespannt. Der Schadi, der krabbelt mir hier gleich auf den Arm, was da noch so Schönes drin ist. Ja, 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 ja. Und zwar haben wir hier ein kleines Tütchen Schmankerl-Mesh. Ich glaube, das sagen die so in Österreich, ein kleines Schmankerl. Ja. Da steht, geschmackiger geht's nicht. Also auch noch richtig schön mit Akzent. Und jetzt gucke ich mal, was da so alles drin ist. Das ist ein Mesh mit Apfel. Das ist wahrscheinlich jetzt so ganz normal zuzubereiten. Wer Mesh kennt, der weiß ja, dass man das mit heißem Wasser zubereitet. Und Mesh kann man den Pferden vor allen Dingen füttern, wenn sie unter hoher Leistung stehen, wenn sie eine Kolik gehabt haben. Das ist nämlich sehr darmschonend, das Mesh. Und das ist halt auch für Pferde, die zum Beispiel so ein bisschen geschwächt sind nach Krankheit, einfach mal nur so wie bei uns, wenn man sagt, ich esse jetzt mal einen schönen warmen Grießbrei oder eine schöne Suppe. Also finde ich ganz niedlich auch so diese Art, wie das aufgemacht ist, so in diesem Tütchen. Ist ganz hübsch gemacht, ja. Also das ist so das Erste, was da in dem Päckchen drin ist. Und dann habe ich hier noch was, was ich gerade sehe. Und das Ganze, das nennt sich Gin Tonic. Also gibt es jetzt wohl Cocktails oder Aperitifs für Pferde? Ich schaue mir das jetzt mal an. Und zwar steht da drauf, das ist Flohsamen, Markerwurzel oder Mackerwurzel, Pfefferminz, Wacholder, Lemongrass, Ingwer. Und ich denke mal, das ist so eine Anspielung auf Wacholder, denn im Gin, da wird ja auch viel Wacholder-Auszug verwendet. Und da steht dann auch noch drauf, das wirkt schleimbildend, kann die Verdauung und Darmtätigkeit positiv unterstützen. Und was mir hier gut gefällt, ist halt einfach auch die Verpackung. Die ist umweltfreundlich. Ich finde auch so, das Design ist ganz süß gemacht. Und hier steht dann noch Fütterungsanleitung. Großpferde kriegen 50 Gramm pro Tag. Und das kann man mit in das Müsli streuen. Beziehungsweise kann man auch sogar das Trinkwasser verfeinern und auch das Mesh. Und jetzt gucke ich nochmal. Jetzt ist hier noch ein Katalog dann drin von Siegelhorst, sehe ich gerade. Den hole ich jetzt nicht raus. Aber da bin ich ganz gespannt. Ich werde es dem Charlie dann mal in sein Müsli gleich mixen und mal gucken, ob ihm das mundet. Also ganz lieben Dank an Siegelhorst für dieses Päckchen. Ja, ich habe jetzt hier das Gin Tonic von Siegelhorst einmal aufgemacht. Und genau, jetzt könnt ihr euch mal diese Konsistenz angucken. Das riecht auch total genial. Also es riecht total minzig und frisch. Und man sieht da drin, also hier sind diese, ist so ein 50 Milliliter Schippchen. Das ist schon total passend, dass man dann gleich die richtige Menge hat. Und dann kann man hier sogar diese Wacholderbeeren, glaube ich, getrocknete da drin erkennen. Also das scheinen nur wirklich Naturprodukte zu sein. Ich finde es total angenehm, wie das riecht. Ja, und jetzt werde ich dem Charlie das mal in sein Müsli mitmixen. Charlie, der bekommt von mir auch jeden Tag 50 Milliliter Leinöl.
Ich habe hier keinen Messbecher gehabt, deswegen habe ich ein altes Waschmittel, also ein Waschmittelbehältnis, umfunktioniert und habe mir da so eine Markierung gemacht. Dann kann ich das einigermaßen abstimmen, wie viel das ist. Ja, und das Ganze ist jetzt, ich habe hier Strukturfutter, einmal von Acrops drin. Dann habe ich halt eine Schippe Hafer drin, das sind ungefähr 200 Gramm Hafer. Ich achte darauf, dass er nicht zu viel getreidehaltiges Futter bekommt, aber da er momentan sehr im Training steht, benötigt er auch etwas Hafer. Denn er ist mir so ein bisschen eingefallen, als ich den Hafer reduziert hatte und deswegen hat er jetzt wieder ein bisschen mehr Hafer. Ja, und jetzt mache ich mal von Siegelhorst das Gin Tonic. 50 Milliliter Gramm mit da rein. So. Und dann kriegt der Charlie natürlich noch Mineralfutter dazu. Ja, und dann bin ich mal ganz gespannt, ob der Charlie das mag. Ich werde ihm gleich mal ein kleines Pröbchen abfüllen und ihm schon mal zum Verkosten geben. Wie beim Sommelier beim Wein. Ja, jetzt habe ich hier die kleine Futterprobe vorbereitet und werde die Charlie mal zur Verkostung geben. Und der ist auch schon gleich wild hinterher und möchte da unbedingt dran. So, jetzt bin ich ganz gespannt. Charlie, du darfst jetzt. Da ist dein Futter. Jetzt riecht er erstmal dran. Ja, guckt er erstmal. Ja, und er probiert schon mal. Ja, jetzt nickt er so ein bisschen, weil das kennt er nicht. Das ist ein ganz anderer Geschmack. Aber er frisst es. Also schon mal vielen Dank an Siegelhorst. Das werde ich jetzt erstmal immer mit ins Müsli packen. Und Charlie kostet uns ein bisschen. Ist ein neuer Geschmack. Aber er frisst es und das ist schon mal super. Genau. Und jetzt wollen wir Charlie auch nicht weiter beim Essen stören hier. Dann werde ich jetzt noch mal so ein bisschen die Stallgassen sauber machen. Und wünsche euch einen schönen Tag und ja, wenn ihr wieder Storywünsche habt, dann postet mir das doch einfach wieder in die Kommentare. Wir freuen uns über alle möglichen Vorschläge. Sie sollten allerdings nicht zu utopisch sein. Neulich habe ich so Anfragen bekommen, kannst du nicht immer mal eine neue Trense zeigen? Leute, ihr wisst schon, wie teuer Trensen sind und wir sind auf dem Boden der Tatsachen. Ich habe nicht den Schrank mit 20 Trensen voll. Ja, man muss das auch immer alles ein bisschen realistisch einschätzen. Wir sind noch ganz am Anfang mit unserem Projekt und daher habe ich auch noch nicht die ganzen Kellerhalden voll mit Sachen. Aber wir zeigen auch gerne mal Ausrüstungsgegenstände von Charlie. Aber da muss das Wetter erstmal wieder besser für werden. Also gehabt euch wohl!